Und du bist da hinten so aufgeblockt. Also viel Zeug, das ich kenne. Aber gut. Ah. Mist. Ah, Mist. Okay. Das Eisschwert bringt jetzt hier nichts. Den heilt es. Na dann, die können doch schon. Ja, die können dann da. Sind sehr nützlich gegen Roboter, fliegende Gegner und Wassergegner. Jawohl. Ach, du Feigling, hör auf dich zu verteidigen. Hör auf dich zu verteidigen. Erde? Erde 80%. Gut. Schauen wir uns den mal an. Ja, okay, der ist wie die anderen Schläge. Nur, dass es halt brutzelt. Ja, ja damit. Und tschüss. Oh, so stark waren die ja nicht. So stark waren die doch gar nicht, meine Liebe. Hast du hier irgendwas bewacht? Tatsache. Eine Kiste. Ja, damit. Ich sollte aber die Waffen austauschen. Eishöhle hatten die gesagt, ne? Eishöhle. Da komme ich mit Wasser- und Eiswaffen, glaube ich, nicht weit. Feuerschwert. Alles klar. Das ist ein Joghurt mit der Ecke. Oh, Furdress. Und ein bisschen Zeug zum Aufwerten. Alles klar. Das ist dann jetzt seins. Aber für sie bräuchte man noch was. Das kriegt sie gegen Eis und er bräuchte halt noch. Na, wobei, das... Nee, da ist Eis nicht mit abgedeckt. Haha. Schade. Aber wir finden garantiert auch für den Knirps noch was. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich darf die Uhr nicht vergessen. Und ich vergesse die ganze Zeit eigentlich auch Fotos für die Thumbnails zu machen. Düff. Oh, ist das cool. Eisrutschen. Man sollte hier vielleicht lieber mit der Tastatur spielen, ja. Aber er muss mir das nicht mehr erklären. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Sie wundert sich, mit wem der Matt da redet. Der meint mich hier. An der Steuerung. Oh, das sieht aber schon irgendwie cool aus. So, tschüpp. Das ist doch ein cooles Foto für ein Thumbnail. Ja, also wir leben in dieser Höhle, ja und? Wir lassen dich nur durch, weil du den Zyklopen getötet hast. Aber es ist immer noch unser Zuhause und du solltest das respektieren. Ich sorge schon dafür, dass meine Kumpels da sich benehmen. Ihre Hände greifen manchmal nach Dingen, wo sie nicht hin sollten. Ja. Du kannst mir nicht sagen, was ich tun soll. Und Olex hat sowieso keine Hände. Das stimmt. Oh. Entschuldigung, Nolex, ich wollte eigentlich darüber keinen Scherz machen. Not offended. No offense, none taken. So war das auf Englisch, gell? Eine Höhle ist das beste Zuhause. Niemand versucht hier was zu klauen, außer Monster. Und Monster können von mir aus in der Hölle schmoren. Das Monster kann von mir aus in der Hölle schworen. Ich esse seine Knochen zum Abendessen. Ja, du hast auch schon ein paar Monster gegessen. Die schmecken sehr lecker, außer die Slimes. Die isst Chilis, um sich warm zu halten, aber weiß nicht, ob es bringt. Sie fühlt sich warm. Aber fühlt sich auch so, als würde sie gleich sterben. So funktioniert das nicht mit Chilis. Möchtest du nicht ein paar mit uns teilen?
Na, die sind sowieso super selten und ich sollte sie für den Notfall wie, für einen Notfall wie diesen aufheben. Apropos, da lag jetzt auch noch eine. Steroids. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen. Aha. Guten Appetit. Aber für sie habe ich noch nichts. Ah, Sushi. Reisbällchen. Joghurt. Ah, Joghurt mit der Ecke. Und Schokomilch. Da hat jeder so seine Reihe wahrscheinlich. Ne? Aber für sie haben wir noch gar nichts gefunden. Das ist aber gemein, weil sie war jetzt ja auch schon einen Kampf mit dabei. Aber für sie gibt es garantiert auch noch was. Und wenn, dann gibt es auch später wahrscheinlich einen Shop wie im vierten. Da hat jetzt jemand Hunger. Beziehungsweise Durst und geht sich ein Smoothie machen. Ist das ein neues Lied? Das ist tatsächlich ein neues Lied. Ja, ich lasse das Standardlied. Die Firna hat ja wieder den Soundtrack gemacht. Medaille, Slip and Slide. Natalie muss noch eine Frage stellen. Sie hat irgendwie das Gefühl eines Déjà-vu. Sind wir uns schon mal begegnet oder erinnert sie sich ja nur an eine Art Traum? Ja, das haben wir uns letztens da auch schon, ne? Hat Pichiko ja angemerkt, dass die sich scheinbar nicht kennen. Hier in dem Teil. Sonst war es ja immer zusammenhängend, aber hier. Matt erinnert es nur an irgendein RPG, das er schon mal gespielt hat. Ist eigentlich ziemlich häufig so. Ein Typ trifft Mädel unter irgendwelchen komischen Umständen und sie reisen dann zusammen rum. Nee, aber das meint sie aber nicht. Seufzt nur und ja, wir rutschen weiter. Das ist die perfekte Waffe. Töten und kochen zum selben Zeitpunkt. Ja, wie bei Minecraft gibt es, glaube ich, auch so ein Schwert, das das kann. Du kannst die Kühe und die Schweine damit töten und hast gleich gegrilltes Fleisch damit. Dass er diese Waffe mag, ist mir dann natürlich klar. Aber ich weiß nicht, ob er diese Dinger aus Stein essen kann. Danke, Katze, wo auch immer du wieder hergekommen bist. Warum? Es mu kann nicht mit der Schwierigkeit zusammenhängen. Kommt das einfach so ab einem gewissen Punkt? Das sind jetzt Eisgegner. Beziehungsweise der ist wahrscheinlich mehr so edelsteinmäßig. Schauen wir mal. Zirkonerz. Ein Klumpen magischer Stein. Es opfert sich, um einen Eis- oder Barrierezauber anzuwenden. Oh. So wie die Bits, die immer explodiert sind im vierten, machst du allerdings dann andere Sachen. Also so ein Loop, der sich jetzt in einen Stein eingepackt hat. Magischen Stein oben dran. Die leuchten so schön. Er kann sich selbst verzaubern und sich so dann immun gegen Magie, magische Attacken machen und benutzt hauptsächlich Eis. Okay. Das Feuermäßiges hat erlischt. Jetzt wäre zumindest noch neutral. Kann natürlich auch mal schauen, wie viel Schaden das macht. Ja, die wären halb down. Aber da müsste ich, wenn sie fangbar sind, jetzt versuchen sie zu fangen. Weil wenn die, jawohl. Wenn die nämlich gerne explodieren. Zack. Oh. Oh, ich erkenne das Lied gerade. Oh. Das ist doch das Lied aus der Kristallhöhle im vierten.
abgewandelt, aufgepeppt. Ja, der hat gerade Selbstmord gegangen, der eine. Deswegen. What? Wo kam die gerade her? Es gab solche Sachen im vierten, aber ich habe jetzt bei den Flair-Sachen oder so da nichts davon gelesen, dass die solche Effekte mitbringen. Habe ich was überlesen? Weil dann steht es ja eigentlich immer dabei. Eigentlich. Ah. Klar, bei den Upgrades ist das hinzugekommen. Randomly casts Cat Warrior between turns. Das war vorher immer nur den Flair-Items zugeordnet. Jetzt gibt es das auch auf diesen Items. Ich habe mich gerade gewundert, weil er der Einzige ist mit einem Flair-Item. Ist ja mal cool. Okay. Das macht die Kämpfe halt teilweise auch besser. Da mal ein Flair gegen Eis. Also Schaden gegen Resistenz gegen Einfrieren und Abkühlen. Also Chill and Freeze. Ein Stück Glas. Oh, aber wie kommen wir am besten da hoch? Ha. So. Haha. Wie soll ich denn da hinkommen? An die Leiter. Ist das ein extra Eingang? Oder ist es die Leiter unter diesem Kamel-Elefantenviech? Ohne was mich auf dem Eis zu stoppen, wird das allerdings schwierig. Sie hofft, dass ihr Kleid aus falschem Fell ist. Aber nach der Zahl der Tiere, die hier getötet werden, zu urteilen, wahrscheinlich nicht. Also komm, es war ein Hund. Es war nur ein Hund. Alles andere sind Monster, die kein Fell haben. Stell dir mal das so an. Wo ist denn hier? Unser Feuerding. Yeah, das sah gut aus. Nein, Eisbrocken solltest du nicht essen. Lass es. Er ist aber jetzt ein Feuerball. Ah, man kann nicht mehr flexibel hin und her gehen, wie im vierten. Interesting. Also Fire ist jetzt automatisch Fireball. Das heißt aber auch, dass es dann automatisch auf höheren Stufen wahrscheinlich dann auch immer der Feuersturm sein wird. Das macht die Kämpfe jetzt aber um einiges interessanter. Okay, das hat noch nicht gereicht. Manipa-Taktik? Nein. Ne, hier was. Das ist ein Skill. So. Ein bisschen runterschwächen. Und dann ausprobieren. Ja. Schneefledermaus. Oh, wie süß. Wahrscheinlich ist das ein Prolog, wie sie sich kennenlernen. Meins? Wäre denkbar. Ja, also am Anfang gab es ja keinerlei Andeutungen dazu, ob es sich jetzt... ob es nach dem Kampf gegen Godcat stattfand. Ich kann mir nicht erinnern, dass er... Nee, der saß ja am Anfang an seiner Konsole und hat der Videospiel gezockt. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt in der Zeit zurückgereist sind. Was macht das für einen Sinn? Was macht das für einen Sinn? Warum ist das nicht gestapelt? Ah, na gut. Naja, ich lasse mich überraschen. Wir sind erst... 3,5 Stunden drin im Spiel. Also da ist noch nicht so viel. Was wir drüber sagen können, über die nähere Geschichte. Ich
Ich möchte gerne so einen Eiscreep. Icicle Creep. Den machen wir weg, bevor er explodiert. So. Feigling. Du kannst mal. Ja, das geht eigentlich. Aber mit dem Defense-Status ist er, glaube ich, schwieriger zu fangen. Was für. Was? Er fragt sich, ob trockene Gegner mehr Feuerschaden nehmen und wenn ja, würde das Anwenden von mehr Feuerattacken sie nicht stärker machen. Die Attacken meinst du? Der überlegt sich ja Sachen. Ich will jetzt eigentlich keinen Trockenstatus, aber ja. Ich habe, glaube ich, gar nichts, was den Status verursacht. Und dann noch ein Bücher fangen. So. Und der ist jetzt tot. Ach, der hat die Attacke nur mit Defend überlegt das letzte Mal. Du kannst sie ja gerne austrocknen und sie und ich mache da ein Feuerball drauf für massive Schaden. Das können wir gerne bei der Boss machen, aber ich glaube, keiner unserer Skills kann das aktuell. Glaube ich nicht. Da steht noch jemand. Oh, hübsche Deko. Ja, die Höhle ist doch ziemlich groß. Hat die ja überhaupt irgendwo einen anderen Ausgang? Ja, Natalie ist sich auf jeden Fall sehr sicher. Und sie ist schon mal durch diese Höhle gelaufen und da ist noch irgendwas, was sie uns aber dann sagt, wenn wir am Ende angekommen sind. Okay, da schon wieder. Warum macht er das? Nur damit es aussieht, als wären es beide. Dabei sind das nur nebeneinander liegende Schneebälle. Was? Oh, ihr habt euch aber verändert. Die Ice Sprites. Die Ice Sprites haben sich verändert. Immer noch so niedlich. Aber das Gesicht ist viel feiner geworden. Ja, mit den Ostereiern. Ich muss mal gucken, ob ich die einlösen kann. Einer von denen wird gleich explodieren wahrscheinlich. Guck uns nicht an, du hässliches Mutanten-Baby-Ding. Das ist ein Sprite. Ah, magische Defense. Ja, mir wäre der Eiszauber lieber gewesen. Eis-Sprites, jetzt haben wir mal einen. Na gut, dann überleben sie, aber das bleibt tun sie nicht. Also das eine nicht. Fühlt sich an, als würden wir Kinder zusammenschlagen. Warum müssen sie so menschenähnlich aussehen? Das ist ziemlich gruselig. Ja, gebe ich dir recht. Das Gesicht ist diesmal sehr kindchenhaft. Ein Sprite. Aber ich habe schon ein paar Fänge leider verpasst am Anfang. Das ist doof. Aber wir haben schon eine Menge hier eingesammelt. Wenn hier sich so ein bisschen was eingefunden hat, schauen wir mal. Na, macht den liebenswürdigen Status auf alle Verbündeten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was ist das? Barrierezauber? Magie-Defense? Ach, wenn man diesen Chill-Status, diesen abgekühlt bekommt, dann kriegt man weniger Schaden durch Bioschaden. Ha. Das ist ja mal interessant. Aber das steht immer nur an Allies. Schützt mehr vor Donner- und Eisschaden. Erdschaden. Schreit den Gegner an und macht ihre Magie-Debuff. Nicht elementar. Heilt alles.
Auch solche Wettersachen. Okay. Macht er einen normalen Angriff niedriger? Macht einen Gegner unsichtbar und sorgt dafür, dass er dann magisch Schaden doppelt bekommt für eine Runde. Okay, warum er das Invisible genannt hat, aber gut. Moralbonus gegen für alle Verbündeten. Schutz für ein One-Hit. Oh ja, das ist immer so eine Sache. One-Hit. Starke Attacke. Da sind schon ein paar, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das klingt schon irgendwie nice. Wenn das funktioniert. Wenn das ein Status ist, gegen den sich ein Boss vor allem nicht wehren kann, also es keine Resistenz gibt, das wäre nice. Das können wir mal lassen. Senkt Ausweichrate. Nicht elementarer Angriff. 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 Das können wir hier drin eventuell gebrauchen. Wasserattacke. Magische Barriere. Dies werden wir hier, glaube ich, nicht brauchen. Eisangriff. So, was haben wir hier noch? Ach, das war das mit dem Auto-Battle-Mode. Nein, komm ja bloß nicht damit. Auto-Battle-Mode. Dann haben wir hier wieder ein paar Lücken frei. So. Das tun wir später. Puzzlerutsch. Puzzlerutsch-Rätsel. Ja, mal. Das müsste uns zur Kiste bringen. Das geht gut. Und das zu der Kiste. Aber ich habe den NPC da drüben vergessen. Der Pfeil zeigt uns ja darüber. Ich glaube, wir müssen bei dem NPC da noch vorbeischauen. Oh nein, das ist ein Viking. Er hat sich ein bisschen verändert, ein bisschen aufgepeppt. Hat er sich schön Mühe gegeben hier mit den Runen? Das war das letzte Mal noch nicht. Ein ziemlich großer Stein, den man nicht mit Eis angreifen kann. Leider. Die meisten Monolithen kann man gut mit Eis töten, aber nicht den Viking. Ach nee, sieh mal an, der hat Schwäche gegen Eis. Der war vorher immer resistent gegen Eis. Interessant. Okay, das ist aber interessant. Ich kann aber die. Na, du machst die Fliegen. Also so. So, zack. Den stört das weniger. So. Die waren immer so die Monolithen aus dem Eisgebiet. Interessant. Er hat sich ein paar Sachen neu überdacht. Ich war noch nie mal so glücklich, einen Stein besiegt zu haben. Der kam noch nicht mal groß zum Angreifen. Wir spielen ja auf Schwierigkeit Zero, damit es ein bisschen schneller geht. Auf dem Stream. Was her? Ein Eisschwert. Jetzt haben wir aber zwei Eisschwerter. Okay, aber gut. Matt meinte, wir könnten noch mehr gebrauchen. Ja. Erst will ich wissen, was da oben abgeht. Hallo, Wally. Du siehst aus wie so ein Römer fast so ein bisschen. So, aber der Helm passt irgendwie nicht so ganz. Wenn du jetzt eh schon die Deluxe-Version von EBF5 hast, lasse ich dich in diesen geheimen Dungeon. Ah, die gab's auch. Aber Achtung, dies ist etwas schwieriger als das, was du bisher gemacht hast. Und du solltest vielleicht etwas später zurückkommen. Ja. Es ist auch wie. Das war verkehrt.
Ach, verdammt. Dieses Herrenhaus da. Nee, so kommen wir nicht weiter. Wie das Herrenhaus, das wir an der einen Ort schon gesehen haben. Ja, wie komme ich da hin? Ah, ich hab's kapiert. So. So, jetzt. Diese optionalen Sachen, die mache ich einfach mal später irgendwann. So, jetzt sind wir hier raus. Also die Leutchen sehen aber so aus, als könnten wir hier vielleicht demnächst auf Lance treffen. Der hat ja so ähnliche Klamotten an. Eine halbe Stunde haben wir noch. Vielleicht finden wir ihn dann noch. Ah, Tageslicht. Aber wir sind jetzt auf einem anderen Kontinent. Und was zur Hölle ist das für ein Schloss? Und wer sind diese bösartig aussehenden Leute in schwarzen Jacken? Rolex mag sie nicht, er faucht sie an. Ja, die Sache ist, ich habe nicht nur Unterstützung gegen die Zyklopen gebraucht, sondern auch diese große gefährliche Welt hier. Da ist halt eben mal hier so eine Festung voller Faschisten, die sich auf einen Krieg vorbereiten. Ich wollte dir vorhin keine Angst machen. Aber wir müssen an ihm vorbeischleichen. Das ist der einzige Weg weiter. Aha, das hast du vor uns verheimlicht, du böses Mädchen. Aber das ist eigentlich... Sind das gute Neuigkeiten? Wir können unsere neuen Kräfte an ein paar wirklich bösen Jungs ausprobieren. Und du hast sicher nichts dagegen, wenn wir dieses Schloss da... für ein paar Schätze plündern, oder? Was, hast du keine Angst? Oder bist du wütend auf mich? Na, das ist ja wunderbar. Und der Loot lässt bestimmt eine ganze Menge voraus. Aber pass auf, dass du dich abgeschossen bist. Ich weiß ja, dass du stark bist und ein paar Schüsse ins Gesicht schon aushältst, aber du stirbst das vielleicht doch. Ach komm, wir probieren es einfach mal aus. Du kannst dich ja hinter mich stellen und verstecken, wenn du willst. Nolex ist auf jeden Fall voll mit dabei. Finde ich gut. Oh, Blaubeeren. Konnte ich damit nicht was aufwerten? Da steckt einfach mal so ein Stock. Alles klar. Nur die Gegner. Noch mehr solche Dinger. Okay. Vorher waren es immer so Thunderbit, Eisbit und sowas. Jetzt heißen die nach ganz vielen Edelsteinen. Die sehen ein bisschen unterschiedlich aus hier so. Jetzt haben wir hier Peridot und Saphir. Zirkon. Ist ja cool. Sagen wir mal, die grünen. Aber warum Peridot und nicht Smaragd? Ha. Mit Grün verbindet man ja im allerersten Moment, also grüne Edelsteine, immer im ersten Moment den Smaragd. Was hat er sich dabei gedacht, dass er den Peridot dafür genommen hat? Den Peridot. Der explodiert sehr gerne und sehnt sich nach dem Tod. Allerdings macht er das nicht gerne alleine. Also... Macht dann nicht nur das alleine, sondern macht auch gleich noch eine Giftattacke hinterher. Der hier hat die Farbe von der Tiefsee und will unbedingt seinen letzten Wasserzauber benutzen. Alles klar. Hopp. Na, ob das reicht? Ne? Ne? Nee, hat noch nicht gereicht. Okay. Aber die explodieren jetzt leider alle. Ja, man kann sie entweder zerstören oder einfach ihre Attacke und aushalten, lernen sie selbst zerstören.
den Loot gibt's trotzdem, ist ja cool. Eieiei, sind das Augen oder Perlen? Die runden Dinger hatte bei dem Golem. Das ist ein neuer Golem, der sieht ja mal interessant aus. Ja, jetzt hat sich noch ein Golem angeschlossen. Wir müssen sie wie Miniboss behandeln und sehr viel Schaden in ihre Richtung schleudern. Ja, das schauen wir mal. Vielleicht lässt er sich auch anwerben. Der hat noch ein paar eigene Bits damit gebracht, ein paar eigene Ohrs. Quarz? Perlengolem. Also es sind keine Augen, es sind Perlen. Okay. Gegen was bist du denn schwach, Kollege? Eis und Bombe. Ich habe immer noch keine Bomben. Schaden. Wasser ist keine gute Idee und Erde auch nicht. Das heilt ihn. Weil Perlen aus Muscheln aus dem Ozean stammen. Deswegen Wasser. Und weil er ein Golem ist, also aus Erde. Okay. Der friert uns ein, wenn er uns das gemacht hat. Na super. Aber Moment. Hatten wir da nicht ein Summon? Nicht der Moralwurst. Da. Fragt sich, ob er auch als Sklave ist. So, wir tauschen Fett einfach mit Dry aus und fertig. Schauen wir mal, ob wir den auch fangen können. Sein Bit ignoriere ich jetzt mal. Jetzt haben wir ihn eingefroren. Ach, verdammt. Wenn einer geheilt wird, hat das Freeze immer aufgehoben. Also beim anderen auch so. Das war die erste Dusche seit Wochen. Yeah. Wasch dich mal ein bisschen öfter. So, reicht das schon? Das ist eine große Box. Okay, ist auch ein großer Golem. Okay, ich will ihn aber nicht aus Versehen töten. Saphir-Bit. Wie hau ich dich, ohne dich aus Versehen zu töten? Gibt's eine Überlegung? Das sind nur 50. Ja, das reicht nicht. Verdammt. Das tötet wahrscheinlich den Sinn. Nee, doch nicht. Okay. Jawohl, jetzt haben wir so einen. Nee, der kann ruhig so heißen. So. Nein. Matt ist eingefroren. Naja, gut, der macht eh zu viel Schaden. Also. Hey, Frosty, wenn ich dir etwas zu essen zuwürfe, ist das genug Motivation für dich zu verschwinden? Ich glaube nicht, dass der an Essen interessiert ist. Der ist eher daran interessiert, uns platt zu machen. Nope, das hat nicht gereicht. Dann machen wir den da. Nein, den Saphir haben wir jetzt. Einen Saphir haben wir jetzt schon. Ne, er muss wohl doch eventuell... Jetzt ist er unter die 100, genau. Unter die 100 fallen, wollte ich gerade sagen. Da ist noch so ein Quarz. Aber wenn ich den jetzt versuche zu fangen... dann explodiert er sowieso. Ah, komm schon. Der explodiert eh gleich. Na, das lag nicht. Wir haben leider immer nur 3. Der heilt ihn. Nein, no legs. Leg dich mit jemand in deiner Größe an. Ach, verdammt. Kaffee. Ich habe nicht auf seine HP geachtet. Ich habe nicht auf seine HP geachtet. Lalala.
Ja, bitte save das, sorry. Daran hätte ich denken müssen, auch mal immer auf die anderen HP zu schauen. Nicht immer nur auf den Golem. Sehr schön. Immer die Bits platt machen. Das hat aber noch nicht gereicht, um ihn platt zu machen, so. Um ihn zu fangen, so rum. Ihren Standard-Heilzauber müsste ich ihr, glaube ich, noch beibringen. Was konntest du noch? Du konntest... Nee. Nur ein Leben war das mit dem Heilen. Wir versuchen das nochmal. Das sind ein paar Punkte weniger als das letzte Mal. Oh. Ich will dich haben. Stell dich nicht so an. Ah. Ah, ist der fies. So, der halte ich nicht. Ha, du hast ein paar Mal nicht getroffen. Du hast ein paar Mal nicht getroffen. Nein, jetzt bleib doch drin. Oh. Ach, verdammt. Das macht ja keinen Schaden, ne? Das heilt ja nur. Die hat jedes Mal andere Unterwäsche. Alles klar. Okay. Aber sie ist nicht nackt. Ich muss es nicht zensieren. Sie ist nicht nackig. So, das ist das letzte Mal. Weiter runterschwächen kann ich ihn nicht. Dann töte ich ihn jetzt. Aller gut. Tschüss. Ich hab's versucht. Muss ich bei einem anderen Run nochmal versuchen. Aber das ist wirklich sehr schwer zu bekommen. Euch kennen wir doch alle schon. Und haben wir sogar schon gefangen. Ah, das nervt mich, dass du noch keine Attacke gegen mehrere hast. Ach, du hast ja eigentlich schon hier. Interesting. Madame, für dich müssen wir unbedingt mehr AP sammeln, dass du auch mal Attacken gegen mehrere Gegner machen kannst. Nervt nämlich schon, jeden Gegner einzeln ausschalten musste. Ach so, das ist ja cool. Jump. So. Ja, der kann sehr gut schon angeschlagene Gegner ausschalten dadurch. Da gebe ich dir recht. Liebe Natalie. Also ich könnte an denen einfach vorbeilaufen, aber das sind NPCs wie sonst auch, ne? So, safe. Hi. Was? Bist du da etwa gerade aus der Höhle rausgekommen? Und was machst du hier zu suchen bei unserem Eisenfestung? Unser Leader... Haha, unser Anführer Lance wird dich ganz einfach platt machen. Ugh, nur mit Worten kämpfen. Ich habe schon von Leuten wie euch gehört. Ich habe keine Angst vor NPCs. Ah, Lance ist aber kein einfacher, simpler NPC. Das wirst du schon sehen. Nein, der wird sich uns noch anschließen. Oh, ist das eine Anspielung auf den zweiten? Ah, da war Lance nämlich der letzte Boss.
Unser glorreicher Anführer hat uns den westlichen Kontinent versprochen, wenn wir einmal die Welt erobert haben. Ich hoffe, du hast dort keine Freunde oder Familie. Ey Mann, das ist meine Heimat und die kannst du nicht einfach so haben. I'd like to see his scrubs occupy more than a tile to stand him on. Wie kann man diese Beleidigung übersetzen? Da bin ich jetzt gerade überfordert. Auf jeden Fall sollen sie nicht mehr bekommen als das, wo sie schon sind. Aha, aber unser Anführer, der ist sehr gewieft. Seine Roboter-Armee wird auf jeden Fall siegen. Sie wird auf jeden Fall durchkommen. Officer Helmut von der schweren Artillerieabteilung meldet sich zum Dienst. Operation Höllenfeuer hat begonnen. Uns wurde angeordnet, alle Wälder abzuholzen, die im Weg unserer Armee stehen. Könnt ihr euch das nicht doch mal überlegen? Eine Menge Leute werden ihre Häuser verlieren. Ja, Befehl ist Befehl. Und ich wurde nicht programmiert zu widersprechen. Ja, wie komme ich da rein? Gar nicht. Noch nicht. Ich wichte, würde ich gerne sehen, weniger zu haben als den Dreck, auf dem ihr steht, so mehr oder weniger. Ja, das klingt gut, Shadow, das klingt gut. So schnell geklickt habe ich nicht, also es hat schon eine Weile da gestanden, weil ich überlegt habe, wie ich das übersetzen soll. Hast du einen Moment nicht aufgepasst? Oder so ähnlich, euch Wichten steht weniger zu, als der Dreck, auf dem ihr steht. Das klingt gut. Ich könnte ja die deutsche Übersetzung spielen. Aber ich möchte die Jokes gern alle im Original lesen. Deswegen spiele ich sie auf Englisch. Es gibt eine deutsche Übersetzung, eine japanische, koreanische. Also da ist eine riesen Auswahl ganz am Anfang vom Startmenü. Aber ich möchte es halt auf Englisch spielen. Da ist auch eine kaputte Brücke. Nur kaputte Brücken. Jo, Kollege, du kannst keine Brücken reparieren. Du willst Stöcke. Die Brücke ist kaputt. Das ist nicht gut, ja? Wenn ich mehr Sachen hätte, könnte ich sie ja reparieren. Ich bräuchte noch mehr Stöcke. Hier liegen eine ganze Menge einfach mal so in der Gegend herum, ja? Da sehe ich gerade schon einen zweiten. Das ist furchtbar, die Zerstörung ist ja noch viel schlimmer. Es war eigentlich mal ein sehr schönes, blühendes Waldland hier. Ja, irgendwas sehr Großes hat hier dieses Chaos verursacht. Ich wäre ja ziemlich verängstigt, wenn ich nicht so beeindruckt wäre. Also es ist wahrscheinlich der Valkyrie-Panzer. Wir haben noch keine Axt, um das zu zerschneiden. Verdammt. Alles kaputt. Mit den Katzen können wir jetzt wahrscheinlich kämpfen, ja. Cat Soldiers. Oh Gott, wie süß. Kennst du diese Katzen hier, Nolex? Vielleicht. Kannst du ja mit ihnen reden. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt Komplize beim Katzenmord. Es gibt keine Tiefen, in die ich nicht sinken würde in dieser Gruppe. Eigentlich, ja. Das scannen wir aber erstmal. Das letzte Mal war so eine typische Schwäche Feuer gewesen. Sniper heißen sie hier jetzt. Aha. Ja, es ist immer noch Feuer. Und Gift und Wasser. Okay. Davon hat Nolex aber gar nichts. Er greift andere Katzen an. Oh, ist er böse.
der Shadow, der bastelt noch für YouTube Sachen nebenbei. Oh. Da erinnerst du mich an was. Ich muss Epic von letzter Woche noch hochladen. Das muss ich sofort ansetzen. Bevor ich kochen tue gleich. Schon 5 vor 6. Was? Naja, aber für heute Abend ist schon ein Schnipsel vom Pokémon Gameplay. Also ein Video am Tag, das reicht. Dann gibt es erst aber morgen und übermorgen die Schnipsel Epic 5 von letzter Woche. Und dann habe ich Zeit, diese hier auch noch mit schönen Thumbnails zu versehen. Also die Schnipsel von heute bis nächste Woche. Und hoffentlich nächste Woche der Undertale. Ah. Undertale ist aber, glaube ich, der Abschnitt gerade zu groß. Ja, ich weiß nicht, was Schatzi sonst noch nächste Woche vorhat. In seinem Urlaub. Ich weiß nur, dass er Fahrschule macht. Und noch irgendeine andere Prüfung hat. Aber auf Brettspieleabend wollte er, glaube ich, gehen. Da kann ich eventuell. Weil ich würde das gerne in einer Sitzung abschließen. Mit dem True Lab. Muss ich mal schauen. Und dann muss ich auch noch schauen, weil, wie dann der Zahnarzttermin morgen läuft. Ja, ist das in Ordnung für dich, Nolex, dass wir hier andere Katzen morden? Ja, also er beschwert sich nicht. Bisher. Da kommen die ganzen. Oh, er kennt keine Gnade mit seinen Rivalen hier. Alles klar. Also für Nolex ist das okay, wenn wir die hier platt machen. Okay. Fup, fup. Oh, Kamikaze-Katzen. Selbstmordkatzen. Die wissen selber nicht einmal, wo sie reingestolpert sind, ja. Ich befürchte, dass die gleich einfach explodieren werden. Deswegen scanne ich sie erstmal. Guck mal. Katzenbomber. Er verliert aber seine eine Bombe und will dann flüchten. Aber halt. Moment, Kollege. Bevor du hier jetzt fortrennst. Ja. Aha. Und es wird aber dann automatisch der Braune. Okay. Das beantwortet meine Frage vorhin auch noch mit den verschiedenen Designs. Kamikawa. Beim Shadow ist alles schon hochgeladen, aber ja, Descriptions und Thumbnails von Pokémon habe ich noch 2 weitere Teile hochgeladen, bei denen fehlt auch noch Description und Thumbnail. Die schmeiße ich immer dann rein, wenn ich für einen Tag sonst keinen anderen Upload habe. Und Epic habe ich letzte Woche nur aufgenommen, aber danach war ich zu K.O., um es dann den PC laufen zu lassen und es hochzuladen. Jetzt ist der Tower gerade sowieso an. Da werde ich das jetzt nämlich auch nachholen. Aber das von heute muss ich erst in 2 Teile schneiden. Das könnte eigentlich... Ja, komm, das kann der parallel machen. Killerdrohnen. Noch ein neuer Gegner. Aber die hier hatten wir noch nicht. Mal gucken, ob wir auch so einen Sniper fangen können. Roter Flybot. Ja, typischer Roboter mit Elektroschwäche. Und du haust mal auf einen drauf. Der müsste eigentlich dann schon fangbar sein. Die Katzen sind ja relativ schwach. Oh, der erhöht seine Genauigkeit für einen, weil er schießen will. Pech für dich, ich habe dich eingesammelt. Oh, hätte das nicht das Bild von dem Schwarzen sein können? Ich würde viel süßer. Aber okay. So. RAM lädt man sich nicht runter, aber gut. Diese Drohne hat wohl vergessen, sich mehr RAM runterzuladen. RAM ist fest. Das muss man einbauen.
Der sieht aber ja aus wie eine Maus. Bist du damit jetzt auch ein anderer? Bist du ein anderer Gegner oder dann doch eine Variante? Nee, du bist eine Variante von dem Sniper, das ist eine Box. Fliegende Drohnen existieren nur, um unter die Röcke zu fotografieren und andere perverse Sachen auszuspielen. Lass uns sie platt machen. Ja, können wir tun. Vielleicht kriegen wir aber einen gefangen. Das schauen wir mal. Noch so zum Abschluss heute. Sehr schön. Könnte das langen? Nein, das hat nicht gelangt. Von dem Pokémon-Let's Play habe ich bisher 8 der 13 Teile fertig gesnipselt. Die anderen muss ich auch bei einer Gelegenheit noch machen. So. Ha. Den haben wir. So. Der ist weg. Jawohl, das hat gereicht. Ja, mit der Diskette, wofür auch immer, die da. Wahrscheinlich irgendein Crafting-Item, oder? Und tschüss. Ich bin aber mit der AP-Ausbeute gerade nicht ganz so zufrieden. Er kriegt auch so ein Schild. Und ein Baton zum Hauen. Ist aber Dunkelelement. Ich weiß nicht, ob wir damit viel anfangen können gerade. Die Kiste da unten schnappe ich mir noch, aber dann muss ich wirklich anfangen mit dem Abendessen für mich und meinen Schatzi. Noch ein neuer. Er sieht witzig aus mit seinem Muschel, du. Seiner Schildkrötenschale da. Das ist keine Muschel. Grüner Creeper. Schildkrötenähnlich. Wird defensiv, weil seine HP niedrig sind. Joa. Das wird aber vielleicht, wenn ihn das nicht tötet. Nee, das tötet ihn, verdammt. Wenn es nur ein Blitz gewesen wäre, ich versuch's nächste Runde mal andersrum. Hast du dir was bei dem Mario-Schildkröten abgeguckt? Kann das sein? Das ist kein Pinball-Spiel. Eh, zu viele Beine. Zu viele Beine sind das nicht, aber gut. Moment. So, das wollte ich. Der noch ein bisschen mehr HP hat. Ich glaube nicht, dass das reicht, aber die sind recht defensiv. Jetzt könnte es eventuell reichen. Mal schauen. Na, schade. Wenn der Pokéball dreimal wackelt und das Pokémon trotzdem noch entkommt, ist der Grund, wieso ich Beziehungsängste. Also weshalb ich Beziehungsängste. Ja. Ich finde das auch immer zum Kotzen. Es wackelt dreimal und dann so. Und dann bricht es trotzdem aus der Haut ab. Und das hat er hier mit der Box auch gemacht, ja. Er hat sich da schon ein bisschen an Pokémon orientiert. Kommentiert er ja auch gerne da oben. Und wieder ein Level. Und nein, ich kriege nicht mehr XP. Oh. Nee, das ist ein verbesserter Kaffee. Ich dachte, weil so ein Herzchen drauf ist, steht vielleicht die Letterli drauf. Kriege ich für die Bedauer-Buff-Items, also Steroid-Zeug. Aber Wiederbelebung mit 100 und einem Buff drauf. Hört sich gar nicht so schlecht an. Gehen wir auf Nummer sicher, so. Ach, mach euch alle fit. Ja. Wenn wir. Es ist ja eh auf ihn festgelegt, also können wir es auch gleich reinpumpen. Ja, letztes Mal war es Chili-Soße, jetzt ist es Chili-Pepper. Ja. Hamburger macht fett.
Den hebe ich mir mal auf. Ich weiß nicht, wie viele er in Kisten verteilt hat. Aber das könnte eventuell, also beim allerletzten, beim Finalboss, könnte das durchaus nützlich sein. Wenn ich den wegen der Episch-Medaille mache. Anna und die Mighty Oaks sind unser Gegner. Oder auch nicht, Moment. Sind die wahrscheinlich nicht in der richtigen Reihenfolge, eventuell? Wir sind hier gerade in der Nähe von Lenz. Also wäre das hier eigentlich eher das Nächste. Okay. Aber ich habe schon ein bisschen was gesammelt. Ja, also die müssten eigentlich in der richtigen Reihenfolge sein. Also ist die Festung eigentlich das nächste Ziel. Also ist das eventuell die nächste Medaille. Aber nicht mehr diese Woche. Espresso, ein verbesserter Kaffee. Zitate 2019 von Griffy. Aber meine Freilandhosen nicht vergessen. Nicht bei dem Wetter, da ziehen schon wieder Wolken auf. Ich muss Wäsche waschen, würde die gern draußen aufhängen. Und das Wetter hier unten in München wird schon wieder so kacke. Ah. Naja, gut. Ich speichere nochmal drüber. Und mach dann Schluss. Ja. Es ist halt hier einfach verbesserter Kaffee. Ich bin dann weg. Wünsche euch einen schönen Abend. Shadow, ich sehe dich morgen, wenn du zockst. Fände ich cool. Und ja, ich bringe mal morgen früh den Zahnarzttermin hinter mich. Ich hasse Zahnärzte. Sie können nichts dafür, aber ich habe so schlechte Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht. Ganz ruhig. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ja, 7 Uhr UK-Zeit. Gegebenenfalls früher. Okay, ich werde mal Twitch im Auge behalten, wenn du online bist. Und dann schaue ich dir auf jeden Fall zu. Vielleicht hat die Pichigo ja auch dann Lust vorbeizuschauen. Ja, nachdem, ob ihr das Spiel zusagt. Aber ich werde auf jeden Fall, Schätzi ist beim Sport. Und ich halte morgen nach dem Zahnarzt lieber die Klappe. Deswegen mache ich selber keinen Stream. Dafür habe ich mal wieder Zeit zum Zuhören. Ja. Aber ich sollte aufhören zu labern. Und anfangen mit Essenkuchen. Ich sehe euch spätestens. Ich denke mal schon nächste Woche Mittwoch wird er bestimmt seinen Sport machen. Kann ich vielleicht für irgendwas für so 2 Stunden nochmal reinschieben. Ansonsten Planaktualisierung immer montags. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns garantiert. Ne? Ja gut, Glück. Was heißt Glück? Wenn ich meine Zähne mal schlecht geputzt habe, das sieht dann ein Zahnarzt natürlich. Aber ich habe mir immer Mühe gegeben. Mit dem Zähneputzen habe ich immer versucht, sehr gründlich zu sein. Ja. Vielleicht sieht man sich morgen im Chat, Peachy. Ansonsten bis nächste Woche, ihr Süßen, ne? Ciao, ciao.